Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Angezockt. Ja, ich hatte schon Uncharted 4 mit euch jetzt angezockt, die PS5-Version. Jetzt nehmen wir Lost Legacy. Das ist mit dem Mädchen, das ist auch die PS5-Version. Wir sind hier nämlich in der Legacy of Thieves Collectors. Die könnt ihr entweder separat kaufen, wenn ihr Uncharted 4 oder Lost Legacy noch nicht habt. Ihr müsst das separat kaufen. Wenn ihr die schon habt, könnt ihr ein Update für 10 Euro kaufen. Ich habe schon beim Anzocken von 4, ich habe so Bock gekriegt, das eigentlich nochmal durchzuspielen. So, aber wir wollen jetzt erstmal Lost Legacy. Ja. Ist mit dem Mädchen. Ich weiß gar nicht, welches Savegame. Ich habe meine Savegames alle runtergeladen. Bei Uncharted 4 war es kompatibel. Müssen wir mal gucken, wie es hier ist. Und ich weiß auch nicht, weil ich hatte da ein bisschen Problem mit meinen Safe Games, ob das alles noch so ist. So. Das Legacy. Wir müssen hier aber auf jeden Fall wieder beim Audio noch ein bisschen runter machen. Effekte, Musik, Dialoge. Mir ein jetzt. Ich habe gar nicht das ganze Spiel drauf. Durch. Mist. Ja, ich hatte damals bei der PS4 nämlich eine ganze Weile arge Probleme mit dem Auto-Upload. Dass meine Spiele, die ich gespielt habe, und die Save Games nicht automatisch in die Cloud hochgeladen wurden. Das war sehr schade. Wir gucken nochmal, gehen nochmal ins Hauptkapitel. Ja, Hauptmenü zurück. Story. Kapitelauswahl. Bis wie viel haben wir denn? Bis Kapitel 3 haben wir. Prolog. Aber hier war ich besser mit dem Finden von Schätzen. Auch hier ist wieder die Grafik wirklich der Knaller. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Der Aufstand, dass ich euch das zeigen kann, und dann gehen wir hier noch mal zurück mit dem Jeep. Aber hier haben wir so ein bisschen Stadt, ein bisschen dunkelt und ja, dass ihr wirklich alles mal seht. Ich sagte das jetzt aber nur Video erstmal. Ich werde das Video auch nicht komplett durchlaufen lassen. Nur dass er so ein bisschen die Videoqualität sieht. Achso, nee, ich spiele ja gleich mit dir. Da haben sich auch okay. Rote viele Tür. Damals aufgeregt, wo dieser Teil kam, dass man mit einer Frau spielt. Das ist bei vielen sauer aufgestoßen. Warum, weshalb, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Mir hat das Spiel von Anfang an sehr gut gefallen. Und mir ist es egal, ob ich mit einer Frau oder Mann spiele. Klar, wenn ich meinen Charakter selber erstellen kann, erstelle ich immer einen Mann, dass er halt zu mir passt. Aber wenn mir das Spiel vorgibt, dass ich eine Frau bin, dann bin ich halt eine Frau. Und wenn das Spielprinzip und die Story so drauf aufgebaut ist, dann stört es auch nicht.
Besser als nichts. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Ihr wartet halt hier auch mit den Schätzen so schwer macht. Wir haben jetzt im Gegensatz zu anderen Spielen, Assassin's Creed und wie sie alle heißen, haben wir hier jetzt kein Adlerauge oder Odins Blick oder wie sie alle heißen, um irgendwo Schätze, irgendwas aufdecken zu decken. Achso, hier waren wir ja schon. Wir müssen hier wirklich alles selber finden. Und die sind teilweise richtig gut versteckt, die Dinger. Oh ja, die sind ja alle in Sicherheit. Sofort! Ich hab nichts gemacht! Verdammte Spione. Was? Nein! Halt's Maul! Hey, bitte! Keine Dummheit, er lügt! Nein! In den Laster! Auf geht's! Ich bin unschuldig, das schwöre ich! Ich sagte, in den Laster, los! Talbot, wenn er sich bewegt, er schießt ihn. Ja, Sir. Du, komm mit. Ich hab wohl keine Wahl. Schutt, guckt euch das mal an. Die Details. Ich habe ein bisschen Flackern drin. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme hoch rüberkommt, aber die grünen Stellen flackern ein bisschen bei mir. Jetzt ist es weg. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Der handelt, dass ich woanders hin muss. Also mit dem Funkenflug, das sieht richtig geil aus. Mit dem Nebel da oben. Oder Rauch. Auch die Details. Ich würde jetzt auch sagen. Ja, warte mal, ich warte lieber nur ab, bis ich das im Dschungel sehe. Aber so vom ersten Moment würde ich jetzt sagen. Sieht das ein Stück geiler aus als Uncharted 4. Und hier hätte ich auch noch kein Safe-Game, also hätte ich kein Safe-Game mehr, wo ich durchgespielt habe. Könnte man ja mal einen Angriff nehmen, das weiterzuspielen. Also ab hier, wo ich bin. Also nicht jetzt, aber so da im Dschungel. Achso, hier heute. Ich wollte ja wieder weiter kriegen. Hast du Feuer? Ich rauche. So nicht zu rauchen. Wenn ich es nicht verkaufen kann, will ich es nicht. Thank you.
Okay, stand nicht da. Ich habe jetzt einfach mal instinktiv hier gedrückt. Im Laster schlafen? Nein, danke. War's das dann? Wandert. Fast. Ja. In der Gasse sind noch welche. Okay. Heute Nacht geht's los? Kann's kaum erwarten. Hab genug von diesen Leuten. Nein, das Schlaf sagt noch eine Woche. Timing. Noch eine Woche in diesem Loch. Denke an. Ja. Pink, Lotus. Was soll das heißen? Damit haben Sie nicht gerechnet. Wie lange bist du bei der Bewegung? Lange genug. Wenn bei einem Körper seid, dann kann ich nach Blumda achten. Kann es kaum erwarten, um richtig zu kämpfen. Hier ist die Chance. Was das sagt, er braucht eine Vorbereitungszeit. Hier wollen wir noch für einen Mensch. Das werden Sie nicht mehr lange. Durch das andere Dungeon kommt. Die indische Armee meint es ernst. Das sieht geil aus. Aber wo soll ich jetzt lang? Ach, da lang.
kann gar nicht rennen. Oh, mit den Schatten sieht ganz gut aus. Ah, Big Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Wir gucken uns noch mal ein bisschen Video an. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Ich will nur ein bisschen die Grafik gucken. Das mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Jetzt hab ich dich, deine Frau. Du bist zu spät, Fraser. Halt auf, dich zu sehen. Scheiße, wir haben unsere erste Einheit zerlegt. Haltet sie auf. Schön. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ah. Der würde ich mir übrigens mal, wo wir gerade kämpfen, würde ich mir auch wünschen, mal für die Zukunft. Wir haben ja im Bud Spencer und Terence Hill Spiel, wo wir von links nach rechts laufen. Aber ich würde mir mega, mega, mega gerne mal so ein Bud Spencer, Terence Hill Spiel wünschen. Oder so, wo du halt so einzelne Szenen aus den Filmen nachspielen kannst. Oder wo du da was so... storymäßig deswegen ist, dass man am Filmset ist oder so und dass man da dann auch so rumprügelt. So wie hier eben und dann auch mit dem... Ach, das... Und dann mit so einer geilen Grafik. Das wäre geil, das würde ich mir echt wünschen. Und dann mit der Original... mit den Original-Film-Soundtracks. So affig, wie sie sich anhören, aber dass man so abschalten kann. Das wäre ganz gut. Wegen Streamer-Modus und so. Bleib locker. Dann lebst du länger. Das würde ich auch feiern, ey. So, müsst ihr euch mal so vorstellen, so USC-mäßig. Ja? Und davon im Bud Spencer hat er einen Zill. So, ich gehe mal zurück. Das Legacy. Story. Kapitel. So, hier davon. Laden. Gar nicht mehr in Erinnerung von den Spielen. Aber jetzt gucken wir hier einfach nochmal. Ich nehme jetzt mit Absicht nämlich das, weil ich habe mit Nathan im letzten angezockt, weil ich habe jetzt angezockt zu Uncharted 4 schon gemacht, zu der PS5-Version. Da war ich ja auch mit dem Jeep unterwegs. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Sieh dir mal den Turm an. Wow. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht. Oh, ich gehe mal hier zu Pflanzen. Sieht ein bisschen durchsichtig aus, also. Ist glaube ich so gemacht, dass man sie halt sieht. Seht ihr das? Aber die Pflanze sieht man komplett. Also nicht nur, dass es ein Bild ist, was sich denn so ein bisschen mitdreht, so wie jetzt beim Busch jetzt zum Beispiel, seht ihr? Ja, damit tricksen sie halt auch ein bisschen rum. Hier seht ihr das auch. Ja, flink und wendig. Jetzt gucken wir uns die nochmal an.
finde ich auch. Also. Stellen wir mal hin. Machen wir mal einen Abschied jetzt hier hinten. Ich glaube, das könnten wir echt nochmal durchzocken, ey. So. Einen schönen Abschluss. So. Sieht schon richtig, richtig geil aus, muss ich sagen. Und ich habe es halt nur noch vage in Erinnerung von damals. Aber es sieht auch auf jeden Fall besser aus als Uncharted 4. Es macht doch richtig Spaß. Also ich weiß auch nicht, warum die Leute das damals gleich so tot gehatet haben, nur weil da halt eine Frau spielt und nicht mehr Nathan. Ach, doch Nathan Drake. Aber das ist halt bei vielen Veränderungen so. Das ist ja genauso wie bei The Last of Us Part 2, nur weil Ellie lesbisch ist und so, da haben sie ja, da waren sie ja auch gleich alle auf der Barrikade, wie man das machen kann und hast nicht gesehen. Also mir ist das eigentlich relativ Wumpe. Ja, also die Story muss stimmen und das, was hinter der Story steht und was vor der Story passiert, was man uns mitteilt, damit man einen Einstieg ins Spiel bekommt. Und das stimmt bei Uncharted. Ja, ob bei 4 oder hier bei Lost Legacy. Es macht halt unheimlich Spaß und vor allem Kletterpassagen. Da hast du Action-Szenen mit bei, du hast Schießszenen mit bei. Jetzt fahren wir mit einem Auto zum Beispiel, du musst suchen, die Schätze, und die Schätze sind wirklich gut versteckt. Es macht unheimlich Spaß und es sieht einfach unfassbar geil aus. Muss man jetzt einfach mal so neidlos anerkennen. Da haben sie ein schönes Spiel hochgezaubert und ich freue mich schon und hoffe, dass ein neues Uncharted kommt. Ist halt so. Sony macht schon geile Titel. Also die Exklusivtitel sind schon geil, da kann man nichts anderes zu sagen. Die reizen die PlayStation gut aus und die Entwickler wissen, wie sie mit der Hardware umgehen sollen. Und das merkt man in den Spielen. Und man merkt die Liebe zum Spiel. Und vor allen Dingen sind sie alle deutsch. Also ich habe noch keinen Sony-Exklusivtitel gehabt, der in Deutschland rauskam, der nicht deutsch war. So, aber nichtsdestotrotz, von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht die nächste Zeit im Stream mal spielen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil wir haben ja noch etwas Zeit, bis Horizon kommt. So, aber nichtsdestotrotz, Daylight wollen wir ja auch noch machen, Daylight 2. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wie gesagt, ich lade das unkomprimiert hoch. 4K HDR, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es jetzt hier vor mir habe. Und wenn wieder Nachrichten kommen, ja, das hat doch gar kein HDR. Ihr könnt das natürlich nur in 4K HDR sehen, wenn ihr ein 4K HDR-fähiges Gerät angeschlossen habt. Also wenn ihr zum Beispiel auf einem 4K HDR Monitor, 4K HDR Fernseher oder ein Handy, was 4K HDR hat, unterstützt, da könnt ihr das sehen. Habt ihr natürlich nur einen 1080p Fernseher, einen 4K Fernseher oder einen 1080p Monitor, könnt ihr das in 1080p sehen oder beim 4K Monitor auch in 4K, aber kein HDR, weil ja nicht HDR unterstützt wird. Das wird dann bei YouTube nicht angezeigt. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg, nur schnell zur Erklärung gewesen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare. Ich bin jetzt weg, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.